Sollen wir mal noch ein bisschen weiter gucken? Vielleicht ist hier irgendwo ein Speicherpunkt eben. in der Nähe. Dann spielen wir noch ein paar Minuten. Ich denke, da hat niemand was gegen. Glaube ich auch. Dann machen wir es einfach demnächst so, dass wir immer pro Part ein Level spielen. Dann spielen wir mal von Speicherpunkt zu Speicherpunkt. Ja. Hinter dir. Was? Wie? Wo? Hä? Schon gut. Okay. Sag nicht hinter mir. Da weiß ich nicht, was du meinst. Ach so. Kann man ja auch nicht wissen. Das ist echt... Was hast du gesagt? Ich hab reingeschossen und ist sogar ein bisschen Blut auf dem Bildschirm. Das ist echt brutal, dieses Spiel. So. Dich stört das gar nicht, dass der hier direkt vor dir stand, oder? Was? Wer? Da stand gerade ein Gegner direkt vor dir. Ich hab gerade auf den Boden geguckt. Wow! Auf den Boden geguckt. Boah, zum Glück habe ich immer noch meine Unreal Tournament Reaktion. Ja, ich nicht. Aber vielen Dank. Ja, ich rechne dir das hoch an, dass du mir meinen Arsch rettest. Dafür darf ich ja auch danach dran. Ach so, das war aber nicht so abgemacht. Doch schon. War es das? Mhm. Bist du dir sicher? Oh, mach doch nicht das immer kaputt, das erschreckt mich voll. Das mache ich immer kaputt, aber. Oh, oh ne. Fischis! Was für Fischis? Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ah! Mach die mal weg! Ich sterbe hier schon wieder fast. Frosch. Leute, hier ist ein Teleportal. Ja, da bin ich gerade rein. Hab mich voll erschrocken. Warte mal. Wo? Boah. Warte mal, wo kamen wir denn her? Kamen wir hierher? Keine Ahnung. Ne, hier kamen wir nicht her. Wir kamen von der anderen Seite. Ja. Aber da ist jetzt ein Teleporter. Lass da einfach mal spaßeshalber. Da unten ist ein Herz. Herz! Wo? Oh. Hä? Ja, das habe ich nämlich auch gemacht. Mit dem Kampf. Dann war ich plötzlich wieder hier hinten, mitten in den Gegnern drin. Dachte ich mir nur so, okay. So, wenn andersrum. Ja, hä? Ach so, das ist, wenn hier einer in den Raum reingeht und die Tür zugeht, dass der andere im Koop hier auch rein kann. Verstehst du? Weil die Tür ging ja gerade zu. Welche Tür? Die hier, wo du gerade drin stehst. Die Tür war gerade zu für den Kampf. Und wenn ich hier reingehe und die Tür geht zu und du stehst noch außen, dann kannst du ja nicht mitkämpfen. Und dann kannst du den Teleporter nutzen, um auch hier... Ja, ich stand noch außen. Aber wie kommen wir jetzt da unten hin? Naja, egal. Vielleicht später. Vielleicht müssen wir so viel Gewicht uns anfressen, dass wir da durchfallen. Das kaputt machen und dann... Okay, ja, dann musst du ja nicht mehr viel essen. Ey. Hey. Wow. Ey. Kopfi! Ich halte mich gerade so ein bisschen zurück, weil ich so ein bisschen wenig Leben habe. Diese Geräusche sind so geil. Leben. Man denkt, da irgendwelche Laserfights sind. Piu, piu, piu. Ich höre schon wieder links von uns irgendwas grunzen. Ich höre es rechts. Ich habe gerade was getötet, was ich noch nicht getötet hatte. Wo bist du? Pinnleinchen! Was denn? Ich bin in dem Raum. Wo? Wow. Du bist da unten. Die lassen einen aber auch nicht in Frieden, diese fliegenden Touren. Ja. Das ist wohl so. So, was habe ich gerade gekriegt? Enthaupteter Knallkörper, das kennen wir ja schon. Oh, bei dir geht schon wieder die Post ab. Ja, ich habe es aber erledigt. Sehr schön. So. Oh, oh, das sieht nach einer Falle aus. Das sieht nach Piu aus. Und nach einer Falle. Aber oh, keine. Das hier sieht aber nach einer Falle aus. Ich hör's schon. Ich habe Angst, dass von hinten was kommt. Oh, hier ist eine Schriftrolle. Was Analyzing. Wo? Ich will auch. Analysieren wir mal. Papyrus Mountains of the Moon. Berichtet über das Mondgebirge. Das ist ein mythischer Ort, den die alten Ägypter für die Quelle des Nils hielten. Ich bin nicht sicher, ob es diesen Ort wirklich gibt. Die Nil ist der mächtigste Strom Afrikas. Hallo? Was ist denn das? Und der längste Fluss der Welt. Hier steht echt die Nil. Also ein... The Nil River. Ja, in Englisch gibt es ja auch nur einen Artikel. Aus seinen Ufern... An seinen Ufern stehen die Wiege der ägyptischen Zivilisation und ihre Totenware. Sehr schön. Aha. Ganz toll. Gut.
Ich habe es jetzt einfach mal vorgelesen, weil du hast es ja auf Englisch und ich habe es auf Deutsch. Und damit alle mal das... Du musst ab jetzt... Fick dich. Scheiß Frosch. Guck da muss ab jetzt fick dich, hä? Du musst ab jetzt vorlesen. Fickt euch! Ey. Pferd! Das sind meine Hassgegner. Schon allein, weil die Pferdegeräusche machen. Wo bist du hin? Ich hab das Ding zerwichst. Was klar. Mit dem Raketenwerfer. Gehen wir jetzt weiter. Wow! Pferd! Ja. Weiß ich nicht. Due to analyze. Diese Tür ist geschlossen. Wir müssen den Mechanismus finden, der sie öffnet. Okay. Dann finden ich sollte ja vorlesen. Oh. Also, Pferd. Ich hab getroffen. Wow! Das ist aber ganz schön dunkel. Da will ich nicht hin. You've passed the wall of darkness. Du hast die Wand der Dunkelheit durchschritten. Lol. Alles klar. Ey, wenn ihr zurück... Ich gehe da nicht mehr zurück. Ah, guck mal, was hier ist. Herz! Ja. Oh. Pferd, Pferd. Mach's weg. Wo kommt das? Aus der Wand der Dunkelheit vielleicht? Lass mal dahin. Ja, mach du. Und? Nee, geht nicht, ich komm da nicht mehr durch. Scheiße. Oh nein! Au! Ah, doch, geht. Oh, ja, das ging jetzt wahrscheinlich nicht gerade. Wegen dieser Falle quasi. Ah, jetzt geht's hier auch auf. Level ist ganz schön lang. Hm. Du könntest ja einfach so schneiden, dass es zwei Parts werden. Ah! Bombi! Schieß sie doch nicht kaputt, wenn der direkt hab vor mir steht. Er hat sich gesprengt. Achso. Böses Bombi. Ja. Ah. Oh oh. Oh oh, scheiße. Dickes Ross. Wo ist denn was Dickes hier? Ich hab's doch schon gekillt hier. Ach, guck toll, dir ich durfte es mir nicht mal angucken. Es war so ein Arachnoid, so ein gelber. Ach so. Vom Skorpion. Was? Was machst du da? Ich will immer zur Waffe auswählen, einmal links drücken, weil ich das so von Half-Life gewöhnt bin. Ich höre hier Pferde. Ja, ich hab's gerade tot gemacht schon, ist kein Problem. Okay. Ach, ich du gehst mal vor zu dem Herz in der Mitte. Ja, wie denn? Ich komme doch gar nicht durch. Ja, hier ist doch ein Weg offen. Tschüss. Hab's. Ey! Hallo? Hallo? Was denn? Wie böse! Ah! Ich komm hier rein! Toll, ich kann natürlich nicht rein. Ja, ich kann auch nicht raus! Ah! Pff. Alter! Jetzt ist es doch geschafft, oder? Ach nee, jetzt kommen noch Pferde. Nein! Nein, wehe, die können hier rein! Wehe, 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 wehe! Ah! Nein! Jetzt geht natürlich die Tür wieder auf, ne? Ey. Was, ey? Wir haben kein Friendly Fire, ich kann dich nicht anschießen. Ja, ja, ich meine doch ein Gegner. Achso. Da ist irgendwo ein Skorpion, glaube ich. Zumindest das Skorpion-Geräusch gehört. Oh, nicht gut. Jetzt hole ich mir das Herz. So, haha, so macht man's. Puh. Was denn? Ich hab dich voll gut unterstützt. Das war böse. Du hast mich voll in die Falle reingeschickt. Ja. Ah! Oh, wo bist du? Wo bist du? Ey, boah. Wo bist du? Hallo? Was denn? Wo bist du hin? Ich bin in diesen Gang gegangen, in den Seitengang. In welchen? Links, rechts? In den ohne Wasser. Ja, ich bin in den mit Wasser rein gerade. Hier ist nämlich ein Mechanismus. Q to use.
Ist uns schon mal irgendeine tödliche Falle weggegangen? Hallo? Achso, okay. Hast du das auch gesehen, das Video? Nein. Deshalb okay, habe ich auch gerade hier so komisch gestanden und mich gefragt, was abgeht. Ich habe gerade so ein Video gesehen, wie so irgendeine tödliche Falle weggegangen ist. So, das habe ich nicht gesehen. Aber es ist schön, dass du es gesehen hast. Dann kannst du uns ja sagen, wo die weggegangen ist. Ja, geh mal ins Wasser bitte. Nein. Ich gehe nicht mehr vor, wenn du das sagst. Nein. Da kommen wieder diese sechs Dinger da. Wie ist die? Sechs Dinger? Nein. Raver Elektrofische. So. Raver Elektrofische. Hey, du bist da reingegangen. Was gab's da? Ja, da gab's einen Steinank. Genauso einen Ank, wie wir schon mal hatten. Toll, wieso darfst du dir immer einsammeln? Ja, weil du nicht ins Wasser wolltest. Und einen Knopf habe ich gedrückt. Ganz keine Ahnung, was der Knopf gemacht hat. Gucken, ob es jetzt hier aufgeht. Jo. Hehe. Oder gibt's die Tommy Gun? Hab's. Ach so Scheiße. Oh oh. Komm zu mir, beschütz mich. Ah, Frösche! Du machst mal die Frösche kaputt, okay? Hä? Was soll ich denn sonst kaputt machen? Ich habe keine Tommy-Gun-Muni mehr. Ich hab die Selbstmordviecher gekillt. Welche Selbstmordviecher waren die welche? Ja. Das haben wir nicht gesehen. Oh nein, Pferde! Ah, wie werde ich denn hier jetzt sogar umgeschoben? Wo ist der Frosch? Er ist weg. Yay. Ich glaube, wir müssen echt zwei Parts aus dem Part hier machen. Ja, würde ich auch behaupten. Weil der ist ja ewig lang. Wenn nicht sogar drei. Je nachdem, wie lange wir noch brauchen. So, wenigstens gibt's hier Lebenspunkte. Das sieht aus wie ein Secret-Gang. Aber zum Glück habe ich Reaktionen wie... Ich habe auch auf den geschossen. Meine Reaktion war aber mehr so Erschreckreaktion. Was kann man denn jetzt hier machen? Keine Ahnung, ich stehe im blauen Licht. Was machst du? Es leuchtet blau. Und es ist immer noch aus Rambo 3. Warte mal, ich muss mal irgendwie, glaube ich, die Aufnahme resetten, weil ich glaube, ich bin schon wieder, weil wir so lange aufnehmen, ewig viel asynchron. Ja, bei mir wahrscheinlich nicht, aber gut. Im Moment. Okay. So, weiter geht's. Gut. Ich habe auch mal kurz resettet, falls du wirklich asynchron sein solltest, aber das ist bei mir ja eigentlich meist nicht. Warte mal, ich kann hier irgendwas lesen. Weapons, achso, Thompson Submachine Gun, okay, die hatten wir ja schon mal. Die habe ich auch gerade gelesen. Und das darfst du diesmal einsammeln. Toll, es ist wahrscheinlich jetzt passiert, wahrscheinlich wieder irgendwas komisches. Und, passiert was? Ich kann es nicht einsammeln. Aber die Tür hier ist aufgegangen dadurch. Toll. Na geil! Ach du heilige Scheiße, jetzt dürfen wir hier nicht mal runterfallen mehr. Doch, ich glaube, das ist ein Secret da, wenn man runtergeht. Hm, klar. Mal kurz. Ha. Hä? Was hast du denn jetzt? Ja, genau, ich hab die Dinger zerballert. Das sah so aus, als ob die da nicht hin sollten. Darum habe ich einfach mal mit Raketenwerfer drauf geschossen. Nein. Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ganz toll. Wirklich ganz toll. Ja, ist doch gut. Ich gratuliere dir zu diesem Erfolg. Wir mussten nicht über die Brücke gehen, sondern sind einfach so... Hey, guck, hier ist ein Secret nämlich. Oh, hä? Hä? Was hast du getan? Ich bin jetzt aus dem Level raus. No. Ich hab das Level geschafft. Lol, wir haben 274 von 275 Gegnern getötet. Oh, das hört sich nicht unser Ernst. So, Mondberge. Es scheint also keine Legende gewesen zu sein. Die Quelle des Nils liegt tatsächlich in diesen Bergen. Ich bin froh, dass du sie gefunden hast. Lass uns spazieren gehen und die Aussicht genießen. Aber Vorsicht, ich glaube, wir sind wir sind die Einzigen, die sie gefunden haben. Hä? Okay. Müsste es nicht die Einzigen heißen? Oh, und es geht gleich die Action los. Ja, wir machen einen romantischen Spaziergang. Whoa. Ja, also so wie es aussieht, musste man für den richtigen Weg wirklich runterspringen und über die Brücke zu gehen, war das Secret. Das ist ja behindert irgendwie. Was ist denn jetzt da unten? Ich traue mich nicht. Ich will da mal... Ich will eigentlich mal runtergucken. Ja, dann geh. Du wirst sterben. Geh doch einfach. Das hat doch gerade gespeichert. Jetzt geh! Hey, okay, nein. Doch! Ja, gut, aber jetzt ist doch hier Schisser, die Schisser, Schisser, Schisser!
Cut zu machen. Wir sind doch jetzt durch mit dem Level. Dann lass jetzt hier einen Cut machen und im nächsten Video spielen wir noch das nächste Level. Alles klar. Okay, dann verabschieden wir uns hier heute von euch. Und sehen uns dann irgendwie. Da kommt übrigens ein Gegner. Was? Haha, du hast den kassiert. Toll. Ja, dann naja. Lass doch jetzt hier Pause machen. Da kommt aber noch was. Wo kommt was? Und es spawnt noch einer. Die müssen wir doch dann nächstes Mal eh erledigen. Ja, das müssen wir. Aber wir können sie hier nicht in Ruhe verabschieden, solange Gegner spawnen. Ja, ja. So, jetzt mach du die Abschlussansprache. Ja, wir sehen uns dann einfach die nächsten Tage wieder mit dem nächsten Level von Let's Play Serious Sam Together. HD. HD. The First Encounter. The First Encounter. Ciao, Leute. Tschüss.